Ich bin wie eine Maschine, wenn ich die Beats hier bediene. Doch hab noch nicht alle geschafft, es existieren zu viele. Und jeden Tag stehen weitere, ich muss mich beeilen, um sie alle zu finden und auf sie alle zu teilen. Meine Ohren sind nach außen und nach innen gerichtet. Jeder Aspekt der Takte wird durch meine Stimme belichtet. Manchmal sitzt sehr abstrakt, manchmal Sippe gestrickt. Alle Beats werden wie Beute von einer Spinne gesichtet. Meine Welt ist ein riesiges Netz, ich spüre jede Bewegung. Ich sterbe in der Stille, Beats in meine Wiederbelebung. Stille zu akzeptieren, zog ich nie in Erwägung. Doch entdecke Acapellas, danke für diese Begegnung. Ich brauche keinen Knopf, ich laufe vollautomatisch. Finger weg vom Regler, denn ich bin audiopathisch. Andere haben Herzen, doch in mir steht nur ein Metronom. Ärzte sind dadurch beunruhigt, doch ich bin es eh gewohnt. Rapper werden abgenutzt und werden dauernd mit Schmutz. Und doch ich entwickle mich durch exzessive Dauerbenutzung. Meine Zunge wird nicht stumpf, sondern schärfer mit jedem Gebrauch. Ich schneide mir in die Zähne, doch da gebe ich nichts raus. Ich habe Hornhaut an den Lippen und dann auf der Kinn. Und an guten Tagen rap ich auch mit doppelten Stimmen. Meine Ruhezeit sollte seit Epochen beginnen. Doch immer wieder gibt es Beats, die noch verlockender klingen. Styles gibt es viele und ich bewege mich mittendrin. Beats sind die Energie, denn sie geben mir Rückenwind. Teils kommen Menschen und sagen mir, wie verrückt ich bin. Mich interessiert es nicht, weil ich betönt richtig bin. Styles gibt es viele und ich bewege mich mittendrin. Beats sind die Energie, denn sie geben mir Rückenwind. Teils kommen Menschen und sagen mir, wie verrückt ich bin. Mich interessiert es nicht, weil ich betönt richtig bin. Mein bester Freund ist ein Vocoder, wir unterhalten uns gern. Meist beginnen wir von schönen alten Zeiten zu schwärmen. Er weiht mich tiefer ein in die Welt der Klänge. Das ist gut, denn bei uns zählt nur noch Geld in Menge. Er fühlt mich an in die erweiterte Rückblick. Er zeigt mir ständig Neues ohne jeden weiteren Rückblick. Hier ist alles berechenbar und ich komm mit dem Rap klar. Ich kann mich nicht erinnern, wann das Leben mal besser war. Hier fällt mir auf, wie viel besser der Rap ist. Doch zurück in meiner Welt, bin ich dann ruhig und versteck es. Und beginne jeden Tag alles vorzubereiten. Jeder Gig, jeder Beat, jedes Wort ist entscheidend. Denn ich habe Symbiosen mit jeder einzelnen Schwingung. Es ist ein Paradies der Klänge, eine reine Verbindung. Es gibt keine Verstimmung, das hier ist meine Gesinnung. Eine Entzündung vom Buch und Sound. Ich stehe mit dem Mic an der Mündung. Brauche keine Außenwelt, solange ich Reime im Kopf hab. Du willst die Anlage ausschalten, doch ich reiße die Knopf ab. Ich kann einfach nicht mehr aufhören, bis ich alles gerockt hab. Und ich bin außer Kontrolle, weil mich einer gestoppt hat. Irgendwann verschwinde ich völlig in die Klangdimension. Ich brauche sie zum Leben, andere entspannen mit Drogen. Ich habe andere Dämonen, manchmal auch kranke Visionen. Doch immer wieder Lieder, die mich für das Ganze belohnen. Styles gibt es viele und ich bewege mich mittendrin. Beats sind die Energie, denn sie geben mir Rückenwind. Teils kommen Menschen und sagen mir, wie verrückt ich bin. Mich interessiert es nicht, weil ich betönt richtig bin. Styles gibt es viele und ich bewege mich mittendrin. Beats sind die Energie, denn sie geben mir Rückenwind. Teils kommen Menschen und sagen mir, wie verrückt ich bin. Mich interessiert es nicht, weil ich betönt richtig bin.